Es verletzt einen anderen Menschen, den Menschen zu betrügen, psychisch sowie physisch. Hast du davon irgendwas mal gehört? Anstatt denen die Schuld zu geben, die Wahrheit weitertragen und ausplaudern, vielleicht mal eine Sekunde in deinem Oberschwimmchen darüber nachgedacht, dass es die Wurzel dein Verhalten ist, dein asoziales, ekelhaftes, schweinische Fremdgehverhalten? Es geht noch weiter, Freunde. Achtung! Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Ey, die Hose ist voll teuer gewesen und der geht immer auf. Also wenn ich hier mit offenen Dings hier sitze, wisst ihr Bescheid, es liegt nicht an mir, es liegt an dieser Hose. Freunde, hier, wenn man was sieht, es ist blau. Ich mache nicht eine auf Michelle Mombalin, nein. Ich habe gestern bei Selma veganes Botox ausprobiert. Und es wurde ein bisschen blau. Bisher bin ich noch nicht davon überzeugt. Ich warte, ob das Ganze noch wirkt. Also, don't judge me. Ich habe hier veganes Botox und ich war beim Friseur und habe einen schwarzen Rand und ein schwarzes Ohr. Also, Freunde, ja. Wir sind kurz vorm Urlaub. Ich wollte aber noch alles abdrehen, weil es mir wichtig war, dass ihr euer Content bekommt und ich hier meine Emotionen loswerde. Denn, Mark Robin, Freunde, hat hier reingeschaut. In der Folge und heute Nacht, ich war so wütend, dass ich auf Insta auch gepostet habe, du linke Ratte, ich nehme dich auseinander, beziehungsweise ich reiß dich auseinander und meine Community so, ja, Yvonne, reiß ihn auseinander, nimm ihn auseinander, die andere, lass nichts von ihm übrig. Echt lustig und deswegen drehen wir das alles. Also egal, wie ich heute aussehe, ja, lass uns um den Inhalt, auf den Inhalt konzentrieren. So, schreie ich eigentlich ein bisschen laut? Ja, ein bisschen. Boah, voll anstrengend gerade, oder? Ich merke sehr, wie voll anstrengend ich bin. Deswegen, also, Mark Robin, hörst du wieder laut, ne? Was ist denn los? Warte mal. Ah, okay. Kennst du den? Manchmal Druck auf dem Ohr, ja. Dann hörst du. Ja, alles klar. Boah, ich bin voll am Schreien, ey. Gut, also, Folge 9 ist es. Mark Robin. So rein. Also, er wird hier richtig entlarvt. Er geht fremd, wissentlich. Malisa auf Instagram. Was haben wir anderes von der Dame erwartet? Sagt, oh, der ist so ein toller und netter Mensch, tolle Persönlichkeit und so. Und bitte nicht haten. Ja. Ja, Malisa, dass du so mit toller Persönlichkeit und so Ehre und Würde nicht so hast, das wissen wir alle. Aber es gibt Menschen wie ich, die predigen das. Bitte als Frau oder als Mensch, egal was für ein Geschlecht, hab deine Würde, hab deinen Stolz, deine Ehre und lass dich nicht verarschen. Verarsch selber nicht, denn ich kann nicht von einer tollen Persönlichkeit sprechen, wenn wir das zu Gesicht bekommen, was ein Mark Robin hier uns vom Stapel lässt. Also wenn man da noch von einem tollen Menschen sprechen kann, weiß ich auch nicht. Und ich will nicht sagen, ich bin was Besseres oder so weiter. Ich habe genauso gebaut in meinem Leben. Es gibt genug Videos darüber, in der ich offen darüber gesprochen habe. Aber da sage ich auch, ich war kein guter Mensch. Mir war aber wichtig, zu einem guten Menschen zu werden, weil ich so nicht leben wollte und will und das schlechtes Karma bringt und ich nicht in der Hölle landen will. So, ja, also mal Butter bei der Fische. Deswegen kann ich heute sagen, weil ich bin heute ein guter Mensch, zu sagen, das ist ein schlechter Mensch. Und wenn ein anderer das so, weil Malisa macht jetzt, die moderiert jetzt Blitzlichtgewitter. Ja, super. Ja, sie ist Co-Moderatorin bei Blitzlichtgewitter. Ja, klar, die muss jetzt neutral und immer nett sein zu den ganzen Gästen. Das Geile ist aber, hier auf meinem YouTube-Kanal muss ich neutral sein. Ich kann rein sch**en, das werde ich nämlich jetzt auch tun. Schnappt euch was zu essen, holt euch so ein Drahtseil für eure Nerven, denn es triggert so hart, Freunde. Ja, und du triggerst mich auch, Mädchen. Ist sie hoch auf dem Schoß? Nee. Das ist immer bei uns, Baby. Ich appelliere an deine Empathie, ich manipuliere dich. Mhm. Würdest du nicht auch wollen, am letzten Tag noch auf den Schuss zu sein bei deinen Eltern? Nee, aber nee. Was kurz davor, ne? Die Manipulation hat kurz gefruchtet, oder was? Dann nehme ich die hoch. Die haben ihre Kraustangen. Die sind eher am Streiten gleich wieder. Seht ihr, Freunde? Ich habe das größere Herz, der nicht. Ja, okay. So siehst du nämlich aus. Ja. So, jetzt auf geht's, auf geht's. Laura! Genau, das ist diese Vor... Vor allen Dingen, dieses halt dein Mikro zu, der ist auch noch so, meiner Meinung nach, so unterbelichtet. Ja. Als wenn es was hilft, das Mikro zuzuhalten. Wahrscheinlich haben die Tonmänner und die Techniker und die Produktion sich auch gedacht, was für ein Lappen. Ja, ehrlich. Was für ein Hirni, also Butter bei der Fische. Ich gehe jetzt in mein Schlafzimmer, okay, und dann? Mein Schlafzimmer, du klopfst eine Minute. Oh, komm ohne Mikro. Du klopfst eine Minute und dann komm ohne Mikro. Spätestens da, wenn ich die Freundin wäre, hätte dann da geklopft, ohne Mikro. Nein. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Ich habe heute Nacht Unreal gesehen, da hat einer den Typen kastriert mit so einem... Ehrlich? Ja, also fast kastriert. Mhm. Oh Gott. Ja. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass ich mitgespielt habe.
Er konnte sich anscheinend nicht mehr zurückhalten. Ich wusste natürlich schon, was abgeht. Die Blicke haben einiges verraten. Er hat ernsthaft gesagt, komm her, Laura. Halt dein Mikro zu, habe ich wirklich gehört. Mensch, ich gehe jetzt hoch, eine Minute, dann kommst du. Das ist dein Mikro. Ich finde sie richtig gut, habe ich auch schon gesagt. Sie macht ihren Job als Verführerin richtig gut. Ja. Das ist so der erste Verführen, wo ich auch gesagt habe zu Patrick, die macht das einfach. Das, wofür die gebucht ist, also für die da ist, macht sie richtig gut, ohne so asozial billig zu sein. Ja. Ne? Also es geht, wie ihr seht, man kann Männer verführen, ohne wie die andere Olle übergriffig zu sein oder da permanent irgendwie andere Nippel zu lutschen und ja, die billige Nummer, die billige Hupfdule raushängen zu lassen. Ja? Deswegen, es geht immer etwas, auch wenn sie ihn ja für Geld küsst. Aber trotzdem, dafür sind die da und das ist für mich völlig in Ordnung. Ich habe auch zu ihm gesagt, die wäre die perfekte Verführerin für eine Agentur. Ich würde die sofort buchen, um meinen Mann zu checken. Die dürfte alles machen, die hätte Freifahrtschein. Ehrlich. Weil die macht das so gut und die, du merkst, die hat gar keine Gefühle für den. Für nee. Die ist es wirklich ein Job, ja. Ja, dann bin ich hinterher, habe an seinem Bad geklopft. Er hat mich genommen am Arm vor seine Zimmertür. Er weiß genau, da sind keine Kameras, wir haben kein Mikro um. Es ist auf jeden Fall ein ekelhafter Move, muss man sagen. Ja, was mich aber auch wundert ist, wieso ist die Produktion so doof und macht da keine Kamera hin? Oder heimliche Mikros? Weil die geben ihre Rechte in den Verträgen sowieso ab. 24/7 gefilmt und getont ab. Ja, weiß nicht, im Bad, keine Ahnung. Angenommen, du musst mal... Das war doch schon eine Schlafzimmertür. Ja, aber die sind dann ins Bad gegangen. Mhm, okay. Ach so. Im Schlafzimmer sind ja Dinger. Ja. Kameras. Ja. Und im Bad nicht, weil sonst wären die auch reingegangen oder eine Kamera. In jedem Trash-Format ist echt im Bad eine Kamera, aber hier nicht, ne? Ja. Da, wo es ums Fremdgehen geht, ne? Da frage ich auch manchmal, was ist denn mit den Produktionen los? Also brauchst du jetzt auch nicht. Ja, okay. Weißt du, meine? Ja, aber trotzdem, ich hätte es gerne gesehen, oder, Freunde? Komm doch. Okay, komm. Man sieht schon, dass da auf jeden Fall Interesse von Mark Robin da ist. Es ist halt immer verdammt schwierig, weil er macht das ja immer so, dass man das nicht mitbekommt. Ja, ja, ja. Die küssen sich. Oh, ich würde so gerne auch hören. Stille Gewässer sind sehr, sehr tief. Oh mein Gott. Und er ist ein stilles Wasser, was ja, sehr, sehr, ja. sehr tief ist. Ist aber ja, halt ein ja. Schlag ins Gesicht für die Freundin. Absolut. Absolut. Ja. Haben wir es auch gerade beide ja. gesagt, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt hört euch das Folgendes an. Sie sagt jetzt, was er zu ihr gesagt hat. Und das ist für mich das Schlimmste, Ekelhafteste, Verantwortungsloseste, Fingernagel Dreck haftende 5 Wochen alt ungeschnittenste Dreck, den ich je gehört habe im TV. Im TV. Im TV. Also, ich habe ja immer schon gesagt, man darf generell nie vertrauen zu 100%. Habt ihr am Anfang auch nicht vertraut. Ich würde es auch obwohl doch mit der okay, 99%. So. Alle immer, Yvonne, du bist zu streng, Yvonne das, Kontrolle dies, ist doch nicht gut und jenes. Ja, nee, ihr seht doch, der, wo man es am wenigsten erwartet, der so rein, hört euch das an. So richtig billig, dieser Typ, richtig billig. Und Malisa so, no, der ist so eine schöne Persönlichkeit, so eine tolle Persönlichkeit. Das ist der, hört's euch an. Wir haben es gehört, das ist geküsst. Der hat erstmal so ein bisschen... Spielchen gespielt, mir zwischen die Beine gefasst und irgendwann haben wir uns dann geküsst, auch mit Zunge. Es hat ihm sehr gut gefallen. Er hat immer wieder betont, leiser, leiser, leiser. Hier geht er raus, wenn nichts gewesen wäre. Krank, ne? Er hat gefragt, ob ich die Bilder nehmen kann. Wir machen das gleich nochmal 10 Sekunden zurück, wegen dem Balken da unten, wenn man das hört. Der hat gefragt, ob ich die Pille nehme und ob ich ihn reinstecken darf. Und sie dann so, ja okay, lass mal kurz reinstecken. In der Tür, in der Ecke, im TV. Was denkt der sich? Darf ich ihn mal kurz reinstecken? Können wir uns das bitte mal auf der Zunge zergehen lassen? Er sagt, kann ich ihn mal kurz reinstecken? Scheiß auf Krankheiten, dass du die anstecken könntest mit irgendeiner Schlotterscheiße wie Herpesviren, Herpes Simplex, Streptokokken. Herpes, Zoster, Herpes, das, was ich hatte, wovon man Gebärmutter heißt. Nee, egal.
Darf ich, ist die Pille ist wichtig? Nimmst du die Pille? Weil das Kind, das will ich nicht. Aber dich anstecken, das ist kein Problem, weil ich bin geil und ich würde einfach nur mal gerne einmal kurz reinstecken geht doch, oder? Für die Frage so zu stellen. Die Frage ist einfach das asozialste ever. Aber er ist ein ganz guter Mensch. Er ist ein richtig guter Mensch. Jetzt hört euch an. Also wir machen das ja nochmal ein passend zurück. Ich die Pille nicht mal wieder reinstecken. Ich die Pille nicht, dann ist das ist ein Arschloch. Das ist ein Arschloch. Ich glaube, bei ihm hat schon ordentlich gefunkt. Lieber stecke ich dich mit ernsthaften Krankheiten an, als dass hier ein Kondom fehlt. Ich will den Stuhl zerreißen. Was willst du jetzt hören? Warst du auf irgendwas? Ich bin so wütend. Aber ich habe geschworen, nicht mehr so auszurasten. Nee, geschwört. Nimmst du die Pille? Nein, ich nehme die Pille nicht. Okay, geht auch ohne Kondom, weil sonst fehlt ja hier eins. das macht betrifft dann auch, alles. Also ich meine, das, ob ein Kondom fehlt oder nicht, ist jetzt der Punkt, wo die Freundin wahrscheinlich sagen würde. Aber überleg mal. Da mache ich doch nicht Schluss. Eben, aber überleg mal, wie egoistisch und gestört narzisstisch dieser Dialog oder Monolog ist. Nimmst du die... Darf ich ihn mal reinstecken? Nein, ich nehme die Pille nicht. Geht auch ohne Kondom? Weil dann würde man ja sehen und es beweisen können, es fehlt ein Kondom. Überlegt euch das mal, wie krank das ist. Aber ich betone immer wieder, Malisa sagt, er ist ein guter Mensch, wir sollen ihn nicht haten. Böser Hate halte ich ja auch nichts von. Aber man kann ihm doch seine Meinung und seine konstruktive Kritik schreiben. Das kann man ja. So eiskalt auch zu sein. Dann, wieder ja, runterzugehen, das ist eiskalt. Eiskalt, ohne Verluste, ohne über sie nachzudenken und über seine Freundin. Ja, das ist es ja. Das ist dem Scheißegal, Hauptsache er kann seinen ekelhaften Schimmel in irgendeine Baby, das wollte ich auch sagen, aber nein. In irgendein Brötchen stecken. Das muss man sich mal geben. Ich komme da nicht drauf klar. Ich komme auf solche Kerle nicht klar. Also, und ich war ja früher auch ein schlechter Mensch, aber so schlecht war ich nicht. Nee, also das ist schon unterste Schublade. Das ist, da sollten sich die Eltern schämen, eigentlich die ganze Familie und er vor allen Dingen sich selber. Er möchte es nur nicht zugeben und ich habe das Gefühl, er möchte versuchen, dass entweder das nichts auffliegt und er mit seiner Freundin hier rausgehen kann oder dass es so weit ist, dass er denkt, ich habe mich auch verknallt und man zusammen hier rausgeht. Dass es so angenehm wie möglich für ihn wird. Ja. Sie ist so cool, sie hat so einen Durchblick, dieses junge Mädchen, ne? Ja, ich feiere die so, ey, richtig gut. Und guck mal hier, der Typ hier, da könnte ich dem die Mütze vom Gesicht reißen, ey. Es geht ja noch weiter. Ich hätte es niemals erwartet. Ich war mega geschockt. Jasmin auch, wir konnten es gar nicht fassen, dass es passiert ist, weil er halt immer so einen perfekter, treuer Mann vorspielt. Mir fehlen ja immer noch die Worte, weil jeder andere Mann hier im Haus ist treu und er nicht. Nee. Er ist fremdgegangen. Auslegungssache, aber der hat mein... Wir haben in der Westens gehört. Ja. Marc, Robin ist fremdgegangen. Absolut. Und der Sitz ist da, nichts gewesen wäre. Och, du Ekelhafter. Ich kann niemals so eiskalt sein. Marc Robin hat den Freundtest definitiv nicht bestanden. Ich finde auch, seine Freundin sollte das wissen, weil jemand, der liebt, macht sowas nicht. Absolut. Genau so ist es. Oder Respekt hat. Jemand, der liebt und sozusagen also praktisch Respekt vor seiner Frau hat, tut sowas nicht. Okay, der bescheißt seine Frau. Aber... Der belügt gleich uns alle und will uns gleich alle für dumm, dämlich, naiv und völlig hirnverbrannt verkaufen. Im TV. Das will er gleich. Ja, das kommt gleich noch, Freunde. Heide, euch wird noch viel schlimmer. Ich meine, so obwohl im TV ist und alles. Das so Game weiß, geht weiter. So dämlich, so, oh so hirnverbrannt muss das mal sein. Aber er verrät sich ja indirekt ja später auch noch. Ja. Also Musik zum Wecken. Stell dir mal vor. Jetzt kriege ich um 8 Uhr so der Mac-Wecker. Bei mir. Wird Amok laufen. Auch der untreue Marc Robin erwacht. Ihm zu Füßen Verführerin Laura. Guten Morgen. Warum machen Sie gleich so ein freundliches Gesicht? Ehrlich, das macht's krautfett. Der will da mal kurz den Löres reinstecken. Piep. Aber lässt sie auf dem Fußboden schlafen. Boah, dieser Typ ist von. Also, es ist ja. Also, der ist ja sowas von unterirdisch. Der ist ja sowas von das allerletzte, meiner Meinung nach. Also ich habe gedacht, Salvatore wäre schon bei Temptation so die Härte oder Kelvin oder... Ja. Wer war denn auch Henrik oder so? Aber der?
Der übertrifft alles. Der ist auf jeden Fall in den Top 2. Ja. Definitiv. Alter. Leicht verkatert, leicht müde, aber alles im Rahmen des Guten, denke ich so. Das mit dem Armband sein. Von der Freundin. Ganz schlimm. Wie du aufstehst. Moin, was geht? Na? Gute Friese. Morgen. Ich glaube, der hat eine Krankheit. Ah, okay. Hm. Ich glaube, das klappt, weil das ist, scheint nicht normal zu sein. Nee, weil es ist auch keine normale, selbst wenn man keinmal zeigen kann. Deswegen, wir haben nichts gesagt, Freunde, wenn es so ist. Ich habe einen Müll vom Herrn geträumt. Geht schon Richtung Kopfarzt, bräuchte ich gemacht. Kopfarzt. Kopfarzt? Ich google mal Kopfarzt. Kopfarzt Düsseldorf. Scheiße, Alter. Aber, neuer Tag ist da. Mal gucken, was der Tag so bringt. Ja gut, da geht aber duschen. Oder was? Weiß ich mal. Die zoomen auch noch genau ran wieder. Ist angezogen? Ist angezogen? Kommst du gleich? War ja nackig? Ja, war nackig. Ja, ich habe nichts gesehen. Also, schade. Schade, ne? Schade, ne? Mark Robin. Abgetürnt von dem schon. Ja, ja, aber... Weil er mit dem Fuß und jemand, der ihn noch necken will, würde sagen, aua, lalala, wie sie es vorher gemacht hat. Und jetzt so, ey, aua. So voll abgetürnt schon. Wie war es gestern? Jetzt bist du halt rausgesetzt, dass er das vor der Kamera sagt, ne? Ja, sie wird rausgesetzt, sie macht das echt gut. Und vor allen Dingen, wie war es gestern? So, der ist so einer, der, wenn du mit dem das erste Mal halt Salat gepflanzt hast, der danach sagt, und? Wie habe ich die Gurken geschnitten? So einer ist das. Kennt ihr, Freunde? Genau so einer ist das. Oh nee, und dann kann der auch nichts, so einer ist das. Aber der muss das dann gesagt bekommen, weil er nichts kann. Muss er gesagt, oh, es war so toll, damit der sich nicht selber erhängt, ey. Mit den Armen machen wir, Freunde. Ja. Oh Gott, jetzt macht der da mit dir. Oh Gott. Oh Gott. Heiß. Hä? Heiß. Heiß? Was meinst du? Meinst du oben? Hm? Das? Oben. Oh. Ja, war heiß. Die ist so gut. Die hat das rausgekitzelt, dass es praktisch wie so eine, dass es gesagt hat. Es war, du meinst oben, hm? Meinst oben? Und er so, ja, war heiß, ja. Richtig ja, komm, später, gut macht sie das. Wow. Können sich viele Verführerinnen, die dafür gebucht sind, einen abschneiden, eine Scheibe abschneiden. Okay. Hm. Guck. War ganz passabel. Nee, okay. Nee, war ganz passabel. Okay. Passabel. Okay. Ich denke das schon, furchtbar. Dass es bei Mark Robin auf jeden Fall, dass ich im Kopf bin und irgendwas an Gefühlen muss ja da sein. Ja. Vielleicht von einem kleinen Kribbeln im Bauch, also ein bisschen verguckt in mich. Ich muss ja schon relativ präsent sein dafür, dass... Ja, solche Dinge zulässt wie gestern Abend zum Beispiel. Ja, sehe ich auch so. Ich denke, ohne Witz, ohne Spaß. Aber ich denke, Mark Robin, Laura. Hat's gefunkt? Die sind so nah. Glauben mir. Obwohl die es ja nicht mitgekriegt haben, ne? Aber ja, also das, was gestern da im Zimmer abgegangen ist. Sieht man ja auch so. Aber das sieht man auch so, ja. Aber glauben wir. Aber wie? Ohne Spaß, ohne Witz. Also, natürlich, die werden vielleicht sagen, nein, das ist nicht so. Aber die sind so nah. Wie nah? Man merkt das aber auch. Man merkt das aber auch. Denkt ihr, der könnte schwach werden? Ja. Der ist schon schwach geworden, Freunde. Der ohne Witz jetzt, ohne Witz. Ich sag ja. Ja, aber Jungs, wir müssen dagegen, wir müssen denen das sagen. Das, was ich gesehen habe, das ist für mich, das ist nur meine Meinung, das sieht nicht wie Freundschaft aus. Das, ja, weißt du, wie ich ja, meine? Ja, ach nee. Sämtliche Warnungen kommen wohl zu spät. Der Betrug ist längst passiert. Ja. Leider Gottes. Heute ist nichts passiert. Ich habe nicht einmal den Temptation Sound gehört. Ja. Und das heißt, dass heute noch irgendwas passieren wird. Michelle ahnt nicht, wie recht sie damit hat. Und gar kein Wasser. Dauert. Die liegt da drin schon, ne? Also wenn ich zulassen würde, würde da noch viel, viel mehr gehen. Es wird mir duschen gegangen. Vor allem, wenn ich zulassen würde als Verführerin. Mhm. Mark Robin ist einfach nur horny, der ist sowas von geil, der findet mich geil, man merkt es immer wieder. Hm. Ich habe eigentlich keine Worte mehr dafür, ich glaube einfach nur, dass er richtig, richtig Bock auf mich hat. Er weist immer wieder darauf hin, sei leise, mach keinen Mucks, bla bla bla. Hm. Also ich war mit Unterwäsche duschen, er war nackt, wir haben uns wieder geküsst. Unglaublich. Ich bin hier. Fredo kam ins Zimmer, hat die Socken ausgelegt. Socken für mich? Für Alibi. Socken? Ja, guck mal, der Schrank, der gekippt ist.
Ja. Ich glaube, der hat so ein bisschen Verdacht. Ja. Ja. Magst du lieber weiß oder soll ich lieber schwarz nehmen? Das ist wie du willst. Ja, ja, geil. Perfekt. Alles klar. Ja. Da kommt er nackt wieder raus, währenddessen sieht er auch ekelhaft, der Typ. Ich sollte 5 Minuten länger im Bad bleiben, damit das nicht so aus, als wir zusammen duschen waren. Hä? Das ist eine Logik. Ja. Da ist halt auch so gar keine Logik dahinter. Weil man 5 Minuten Zeit versetzt, duscht in einem Bad, in einem Der ist ja nicht die Herzkatze auf der Torte. Hast du dich ein bisschen verbunden? Nein, War nur, alles gut. Ist der verrückt, ne? Ich bin hier, um die Treue zu testen. Und ich bin nicht hier, um irgendjemand einen reinzudrücken, sondern einfach nur, um ihr die Augen zu öffnen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt die Augen geöffnet werden. Ja. Er denkt halt so wirklich, die steht auf den. Ja. Ah, ich meine, hatte. Oh Gott, ey. Ich mag dich. Wirklich. Wir weinen ja auch miteinander. Du bist cool. Du bist cooler. Guck mal, ich bin einfach da für dich, weißt du? Aber warum? Am Anfang haben wir ja gar nicht so miteinander getan. Richtig. Die Hacke. Ich musste erstmal alle Damen kennenlernen. Und dann habe ich so gesagt, okay, Nummer 1, 2, 3 und 4. Alle beide rotze voll. Und dann habe ich so gecheckt, Jessie, lass mich ausreden. Sorry. Dann habe ich gecheckt, dass Jessie eigentlich die Nummer 1 ist. Mit Marvin hatte ich anfangs gar nicht so viel zu tun. Das hat sich einfach so im Laufe der Tage entwickelt, dass er auf mich aufpasst und sowas, wenn ich ein bisschen zu viel getrunken habe. Okay. Dein Charakter zeichnet aus. Du bist offen, ehrlich, direkt. Du sagst, was Sache ist. Du bist einfach so eine Draufgängerin, weißt du? Okay. Alkohol lag oder einfach in der guten Laune, aber es war definitiv der Brüller. Ich würde mal behaupten, das ist echte, wahre Männerliebe. Nackt vor allen Dingen. Okay. Und auf einmal. Und jetzt, Freunde. Geht es ab, Freunde. Das tut mir schon wieder weh. Ich hatte gestern einen Puls, als ich das. Ich war aufgeregter, glaube ich, als sie. Wirklich. Achtung, haltet euch fest. Aber dann ist das Ganze doch anders. Keiner rechnet damit, dass sie nämlich diese Bilder bekommt. Alle rechnen damit für jeden, aber nicht für sie. Die kommen. Hey! Alter! Leute, bitte alle ruhig, okay? Meine Fresse, Alter. Okay, du. Ja, aber ich glaube, weißt du, jeder ist aufgeregt einfach, was sie für Bilder kriegen. Und die machen dann Scherze und Shakern. Weißt du, klar ist das assi, aber ich würde es so genauso machen. Ja, gut. Weißt du, weil ich wäre auch aufgeregt, um zu wissen, was macht mein Mann jetzt, ne? Aber du vertraust mir ja, deswegen. Ja, bitte? Na, nix. Nicht? Alter, ich hab mir nur meine Zunge ausgebrochen. Oh, mir tut so leid. Nein. Ich fühle mich heute nicht so sexy. Ich würde mich an deiner Stelle jeden Tag nicht sexy fühlen. Alles cool. Alles cool. Ich möchte noch mal kurz anmerken, das war die, Olle, die Bilder gezeigt bekommen hat, dass die Laura den Mark Robin am Kopf streichelt. Ja. Nee, das wollte er Mark Robin nicht, weil das ist ja was seine Freundin und er mal gemacht haben. Und da hat die Freundin die ganzen anderen Bilder verdrängt und gesagt, oh, wenigstens das macht er nicht mit ihr. Ich möchte anmerken, dass dass ich sogar bei ihr noch davon ausgehen würde, dass er sie ihm alles verzeiht, nur um, dass er bei ihr bleibt. Ja, irgendwie nicht. So eine ist das, ja. Warte mal. Alles cool. Alles cool. Was für ein Armband hat der? Armband von der Freundin. Ich will dich zum Singen bringen.
Michelle. Was ein Wichser! Was ein Wichser! Mein Maul, halt mir einfach eine Fresse! Ja, das tut mir echt leid. Ich musste mich halt ablenken. Kann nicht wahr sein, dass Mark Robin der Michelle so in den Rücken fällt. Weil das Ding ist, die schlimmsten Bilder waren das ja gar nicht. Ja. Das waren schon die schlimmsten, oder? Ja. Das ist einfach nur Öl ins Feuer gießen. Die, ja, Öl ins Feuer gießen, weil das Lagerfeuer kommt dann noch und die brauchen. Kommt noch. Genau, das Benzin kommt noch. Inklusive Wind. Alter. Was für Wind? Weil manchmal kommt ja das Feuer nicht. Und dann muss man so Wind machen mit so einem Windding. Ach so. Kennst du es nicht? Beim Camping, also ich weiß noch, mein Vater fing. Wie? Ja. Michelle war komplett aufgelöst, enttäuscht, verzweifelt, schockiert. Ja. Ja, waren wir alle, sind wir alle. Diese Bilder waren einfach in meinen Augen schon krass, weil er einfach die ganze Zeit so viel Nähe zugelassen hat. Und ich glaube, das ist auch das, was Michelle in dem Moment auch so wehtat, zu sehen. Als ich die Bilder gesehen habe, ist für mich eine Welt zusammengebrochen, sozusagen. Ja. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Glaube ich, ja. Ich habe mich gefühlt, als hätte mich gerade ein Auto überfahren. Ja, kann ich nachempfinden. Im ersten Moment habe ich ehrlich gedacht, wer ist dieser Mensch, der da sitzt? Ja. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Glaube ich, ja auch. Es tut zu weh, darüber zu reden. Getan, dass er mit ihr gekuschelt hat. Ja, wie gesagt, das Schlimmste hat er noch nicht gesehen. Deswegen können wir da noch nichts sagen, ne? So, dass er so viel Nähe zugelassen hat, hätte ich niemals gedacht. Das tut mir so unfassbar leid. Ja, man merkt, dass es ihr wehtut, also geisteshaft wehtut so, ne? Laura, heute ist dein Tag. Warum? Weil du einfach die Beste bist. Komm her. Das ist eine Lüge. Nein, ne? Wir haben uns so gedacht, bei euch läuft was und wir haben es geklärt, es ist nicht so, alles cool. Wer hat das gedacht? Nein, hier, Jungs haben das gedacht. Aber es läuft ja nichts, alles cool. Naja, dann ist doch cool. So. Und jetzt kommt nämlich gleich das manipulativste, ekelhafteste Gespräch zwischen Mark Robin und der Laura. Ey, ja, ich möchte mit dir reden. Und jetzt kommt's. Nee, weil ich hab meinen Namen. Und jetzt kommt's. Aber sie, richtig gut, wie sie das macht, weil sie ja praktisch erwischt wird von ihm, weil sie es ja rumerzählt hat, was ja richtig ist. Aber sie spielt es gut, in der Hinsicht lügt sie gut jetzt. Es geht aber hier nicht um sie mehr, sondern primär um ihn. Was der vom Stapel lässt, alter Schwede. Ich hab gerade gehört, für eine Kacke, wenn die über mich redet. Ich krieg jetzt zum Beispiel erzählt, dass so eine Sandra im Interview erzählt, wir machen rum bei mir oben. Sandra? Ja. Ja, Kim kam auch zu mir. Ja, war so gut. Da frage ich als allererstes, wann sollen die in meinem Zimmer mal gewesen sein? Die waren nicht in deinem Zimmer. Kim hat zu mir gesagt, als wir heute vom Date kamen, da wollte ich auch mit dir drüber reden. Kim kam direkt zu mir und sagt, und lief da was? Ich so, nein. Ja, was wolltest du sagen? Da war schon das erste indirekte Verraten. Ja, weil er sagt, die waren nie bei mir im Zimmer. Indirekt oder wann sollen die bei mir im Zimmer gewesen sein? Und schon verraten, dass im Zimmer passiert ist. Du Holzkopf, ehrlich. Sie sagt, ja, ich habe das Gerücht gehört, dass was lief. Ich so, von wem hast du es gehört? Meinte, ja, sag ich nicht. Ich habe gehört, dass es von Sandra kommt. Ja, aber so, ich bin mit Sandra gar nicht dicke. Was soll ich machen? Ja, ich auch nicht. Ich habe auch noch nie gesehen, dass sie überhaupt in der Nähe von meinem Zimmer war. Aber angeblich hätte sie uns oben im Zimmer rummachen. Gesehen? Sehen, hören, was weiß ich. Das sind nur Vermutungen. Es gibt. Die erzählen es aber 100% auch in den Einzelgesprächen. Ja, aber was sollen die Einzelgespräche dann bringen, wenn die es erzählen? Wir vermuten oder was? Aber die sagt dann, ja, keine Ahnung. Ich weiß, bei Mark Robin und Laura läuft irgendwas oder was weiß ich, Alter. Ach, sind doch. Was ja die Wahrheit wäre, Alter. Oh, turnst du ab, ne? Da wird, ey, wirklich, mein Brötchen geht so trocken wie die Wüste. Kennst du so ein richtig altes Brötchen? So altes, so? So alt? So? Da geht gar nichts mehr rein und raus da unten. Was? Was denn? Bist du verstört? Ey, du kannst es halt einfach echt nicht lassen, ne? So, das ist. Also. Ja, aber dann können meine Zuschauer verstehen mich, weil die wissen ganz genau, Frauen vor allen Dingen, was ich meine. Ja, okay. So, weil da geht da nichts. So ein Typ ist das. Da geht bei mir gar nichts. Da regt sich nichts. So, selbst die Brustwarzen gehen nach innen. Alter Schwede. Und das, Worte, Schatz. Ja, aber Worte verletzen. Ich schätze die Michelle. What? Achtung, mein Fuß steht hier, ne? Worte verletzen? Hör mal zu, du kleine Missy. Worte verletzen? Deine Taten verletzen. Es verletzt einen anderen Menschen, den Menschen zu betrügen, körperlich sowie, also psychisch sowie physisch. Hast du davon irgendwas mal gehört?
anstatt denen die Schuld zu geben, die die Wahrheit weitertragen und ausplaudern, vielleicht mal eine Sekunde in deinem Oberstübchen drüber nachgedacht, dass es die Wurzel dein Verhalten ist, dein asoziales, ekelhaftes, schweinische Fremdgehverhalten? Hm? Kommt da irgendwas, so dämmert da was, geht dein Lämpchen an? Es geht noch weiter, Freunde, Achtung! Nicht so ein, dass sie direkt einer Verführerin glaubt. Aber wir sind ja bei Temptation Island und ich weiß, dass halt auch wirklich Sachen passieren könnten. Wüsste ich jetzt auch nicht mehr so, wie ich auf irgendein Bild im... Du hast einen Fleck auf dem Tisch. Darauf erstmal Nasenspray. Geht, Alter, du bist schon wie bei Fuck You Goethe, die Lehrerin, die nach dem Kleber süchtig ist. Das ist ein Edding. Nee, das ist Kleber. Woher weißt du das so genau? Aua. Was wir gestern erst geguckt hatten? Ach, stimmt. Boah, ich muss mich abreagieren, ne? Ich hab wieder einen Puls dabei, ne? Der lügt so krank und so krass und er verzieht dabei keine Miene und dann auch noch so dumm dabei, weil alle wissen's. Der lügt in die Kamera, das ist noch so viel peinlicher. Ich empfinde Fremdscham, Hass, Wut, alles ihm gegenüber. Im ersten Moment reagieren würde, meine Freundin kriegt grundsätzlich nur die schlechtesten Bilder. Glaubst du, sie kriegt Bilder gezeigt, wie wir so voll auf Bros da stehen und sagen, ey, wir sind Besties? Oder glaubst du, sie kriegt ein Einzelinterview gezeigt, wie irgendeine andere erzählt, ey, bei denen geht was? Ja, wenn man nichts zu befürchten hat und kein schlechtes Gewissen hat, dann könnte man auf alles easy locker antworten und würde sich auch keine Gedanken machen, was der andere erzählen könnte. Deswegen, ich glaube, momentan kommt sehr viel Angst und Schiss bei ihm hoch. Ja. Du wirst den Jungs aber nichts verraten, weil ich vertraue dir da, ne? Ich schwör's dir, wenn ich erfahre, dass du nicht irgendwas sagst. Nee, was soll ich denn sagen? Ich sag zu allen, Alter, Laura ist so cool, Mann. Alter, ich verstehe mich so gut mit der. Und die sagen dann halt auch, Alter, es sieht halt aber wirklich langsam so aus, als würde die irgendwas aufbauen. Dann sage ich so, ja, nee, natürlich nicht so. Der redet so über Leute und sagt, man kann keine Gerüchte in die Welt setzen. Wie kann man denn sowas mit seinem Gewissen vereinbaren? Ja! Mark ehrlich! Robin. Gar kein Gewissen. Ja. Aber Malisa sagt ja, der ist ein toller Mensch. Ganz toller den Mensch. Unschuldigen. Ach, bitte. Während für seine Noch-Freundin in der Villa der Frauen eine Welt zerbricht. Besonders ein kleines Detail geht Michelle nicht aus dem Kopf. Jetzt kommt's. Welches? Achso, die hat ja immer noch nicht alles gesehen. Das ist ja immer, das vergesse ich immer. Ich hab ihm damals ein Armband geschenkt, da stand mein Name drauf und auf meinem stand sein Name drauf. Und ich hab das damals zerschnitten. Und hab's weggeschmissen, wo wir uns getrennt haben. Ich weiß, dass er es noch behalten hat, aber er hat mir niemals gesagt, dass er es mitnimmt. Wäre richtig schlimm für mich, weil er hat Absichten, aber trag trotzdem noch nach außen meinen Namen hier. Und weißt du, auch wenn er dieses Armband trägt und in Gedanken bei mir ist, ist diese Nähe, was er zulässt, dass er mit mir hier steht und mit dir kuschelt. Ja. Ich hier und überleg mir doch, was ich mache, wenn ich ihn wiedersehe. Junge, wenn sie die Bilder dann sieht, die anderen. Ja. Eigentlich hätte es für mich gar nicht schlimmer kommen können. Denke ich mir so, ich will trotzdem, dass er glücklich ist. Da habe ich mir gedacht, Marie? Nein, 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 nein. Ja? Jeder Psychologe sagt, wahre Liebe lässt frei, 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 flieg, 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 flieg. Aber manche Täubchen, die fliegen, 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 müssen auch mal vor die Wand fliegen, damit sie lernen, so geht man nicht mit anderen Menschen um. Ja, Butter bei der Fische. Das ehrt dich ja alles gut und schön, dass du so denkst, ne? Aber das ist nicht gesund dir gegenüber. Klar, man sollte niemandem die Pest am Hals wünschen. Aber der Ärmel soll beim Händewaschen runterrutschen. Ja. Ja, also bitte, ne? Das ist gar nicht mit ihr. Wie süß die Gloria sich um die aber auch kümmert, ne? Finde ich richtig groß. Finde ich richtig süß. Dass sich wirklich in sie verguckt hat und meint, dass sie ihn glücklicher machen wird als ich oder dass er sie mehr liebt als mich oder was auch immer, dann soll er das machen. Aber vorher einmal vor die Wand laufen, weil er hat dich belogen, betrogen, wie ein Stück behandelt, manipuliert, beziehungsweise versucht zu manipulieren jetzt, dass du diese Bilder nicht zu sehen bekommst. Das heißt, er betrügt dich aufs Ekelhafteste. So, einmal vor die Wand laufen ist seine Strafe und das muss er. Da bringt auch Peace und Harmony nichts. Ja, weil wir dürfen uns schließlich nicht als Fußabtreter behandeln lassen. Ja, Freunde der Sonne. Also wirklich. Klar, tut's mir weh. Aber ich kann immer nur sagen, sie hat da noch nicht alle Bilder gesehen. Gucken wir erstmal, was sie nach dem Lagerfeuer noch sagt. Ob sie da noch sagt, oh, ich wünsche ihm Peace, Love und er soll happy werden, ja? Da gucken wir nochmal rein dann. Aber ich will trotzdem nur das Beste für ihn und dass er glücklich ist. Ja, aber wie er dich behandelt, dass du glücklich bist, ist dem scheißegal. Merk's schon, hoffentlich.
Könnt ihr das bitte zu spielen, das Video hier, damit sie das sieht, ja? Damit Mami mal ein bisschen sie wachrüttelt. Hör mal zu, es ehrt dich, dass du sagst, auch er soll glücklich werden, aber der hat dich wie ein Fußabtreter öffentlich gedemütigt behandelt im TV. Was gönnst du ihm glücklich werden? Er darauf, wie du dich fühlst. Hm? Hm. Frechheit, der Typ. Frechheit. Auch wenn es mir dadurch schlechter geht, umsonst er ist glücklich. Nee, also das kann ich mir nicht geben. Das ist ja richtig selbstzerstörerisch. Das ist ja auch nicht ganz gesund, ne? Sagen und da sein und ich versuche das gerade für die Michelle, weil sie mir beim letzten Lagerfeuer unnormal viel Kraft gegeben hat. Das ist gut. Sonst wäre ich wieder eskaliert und ich versuche ihr das gerade zurückzugeben. Das ist gut. Das ist richtig schön. Gloria war mein Löwe in der Situation. Das freut mich auch. Lieber jetzt als später. Ja. Achso, die kann er ja beschissen, ne? Seine Mitbewohner, ne? Ja, ja. Ich glaube, Mark Robin bleibt standhaft. Auch, so bleibt es auch. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, ohne Schatz. Ja, okay. Mein lieber Alter, ey, oh. Ja, aber gut, dass die Kerze jetzt nicht sonderlich viele Glühbirnen da oben hat, wissen wir auch, oder? Ja. Diese Bad-Situation waren eh schon immer fragwürdig, rein von den Bildern. Ja. Was versucht der jetzt hier, Augen, ne? So, da wusste ich so oder so, wusste ich da schon, hey, da wird mich Michelle auf jeden Fall drauf einsprechen und wird halt wissen wollen, was. So, ist im Endeffekt nichts, weil ich weiß es, aber ich werde es ihr trotzdem erklären müssen. Boah, ich könnte dem so die Zigarette falsch rum in die Nase stecken, ne? So reinstopfen, ne? Und ihn zu zwingen, Aspirin durch die Nase zu ziehen. Das brennt das Hirn weg. Ich spreche aus Erfahrung. Ey, boah, ich habe so ein Hassgefühl. Und ich muss auch davon ausgehen, dass sie es mir im ersten Moment nicht glaubt. Mein Problem ist ja, ich muss mir jetzt irgendeine dumme... Oh Gott. Das ist sowas von das Allerletzte. Hört euch das mal an. Ich möchte, dass ihr es gebt, ohne dass ich dazwischen quatsche. Hört euch das nochmal an. Wissen wollen, was... So, ist im Endeffekt nichts, weil ich weiß es, aber ich werde es ihr trotzdem erklären müssen. Und ich muss auch davon ausgehen, dass sie es mir im ersten Moment nicht glaubt. Mein Problem ist ja, ich muss mir jetzt irgendeine dumme Diskussion dann mit Michelle geben, die eigentlich gar nicht sein müsste. Mir wird schlecht. Ich muss jetzt Michelle keine Ahnung was alles erklären. Und muss mir hier einen Kopf machen und keine Ahnung was. Obwohl das gar nicht sein müsste. Laura! Gut, dass sie die Bilder noch zeigen. Du klopfst eine Minute. Oh, komm, ohne Mikro. Küssen Sie sich. Dann muss ich eigentlich gar keine Sorgen machen. Er hat gefragt, ob ich die Bilder nehme und reinschlägt. Wenn ich jetzt irgendwas mache, dann war das wirklich so, weil ich es wirklich so wollte. Ja, die denkt sich auch schon so. Halt. Ja. Und die hat sich echt gedacht, halt's Maul. Ja. Ehrlich. Die ist richtig abgeturnt. Ja. Boah. Nächstes Mal. Oh, nee. Ah, Vorschau. Freunde, die Vorschau gucken wir uns jetzt auch noch an. Denn es wird wild. Achtung, Achtung. Das nächste Lagerfeuer steht vor der Tür. Ich hab keinen Bock mehr, wirklich. Ungelogen. Ja, ich bin an so einem Punkt. Ich will eigentlich gar nichts mehr sehen. Bring starke Nerven. Was heißt hier, bring starke Nerven? Ne? Alter, gar keinen Bock. Lagerfeuer. Achtung. Nico und Abdus, die machen sich jetzt halt mega den Kopf, weil sie jetzt da alleine hin müssen. Ich denke, heute Abend wird eine Katastrophe. Ja. Die Stimmung ist angespannt. Mhm. Sieht man uns, glaube ich, auch an. Wir haben richtig Angst. Puh. Kann ich nachvollziehen. Tut mir so leid. Alter. Warum heult der eigentlich? Ja, keine Ahnung. Die hat einen Grund zu heulen. Der nicht. Tut mir so leid. Mir tut das so unfassbar leid, ja. Ne? Weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt. Zu 100%. Junge. Wird krasses Lagerfeuer. Ich bin so gespannt auf die Folge. Im Urlaub muss ich die gucken nachts. Ich muss die so gucken und werde dann mehr auf Insta was dazu sagen, weil ich ja im Urlaub bin, bis die nächste Reaktion online kommt. Deswegen könnt ihr mir auf Insta, wenn ihr das noch nicht macht, folgen gerne. Da gebe ich ja auch jeden Tag meinen Senf zu verschiedenen Insta-Stories der anderen Trash-Darsteller etc. Folgt mir da gerne. Das ist ja hier. Nee, jetzt bin ich ja wieder in groß. Doch, da ist es hier eingeblendet, ne? Unten. Dankeschön, Juri. Und ich bin fassungslos über Mark Robins Verhalten. Schreibt gerne, aber sachlich bitte, unten eure Meinung rein, wie ihr das findet und wie ihr reagieren würdet, würdet ihr euren Typen so im TV sehen. Schreibt es gerne unten rein. Und ja, nicht ihn haten,
Wenn ihr aber ihm die Meinung sagen wollt, weil ich kann das verstehen, das hat mich ja auch, ich wollte auch wirklich, ne, dann macht es aber sachlich und nicht asozial oder mit Hate, ja, das ist wichtig wegen Social Media, diese ganze Kacke, aber der muss gewaltig mal vor die Wand laufen, damit er merkt, was für ein schlechter Charakter er hat, was Malisa unterstützt. Das ist wie Iris Klein, die Mark Thies unterstützt. Der ist genauso weird, ne? Ja. Na gut, Freunde, dann freue ich mich auf eure Kommentare und schön, dass ihr wieder da gewesen seid. Vielen Dank dazu und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.